Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Ani. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Die geheime Kraft von Ton, Frequenz und Schwingung. Veröffentlicht von Taigeta am 15. Juni 2020. Kategorie Heilen, tiefergehende Übersichten, Zusammenhänge, Wissenschaft und Technik. Von Danilo Kim von Universe Inside You auf Website und Videokanal. Der folgende Text beruht auf diesem schön gemachten Video in Englisch. Wenn du die Geheimnisse des Universums kennenlernen willst, denke in Energie, Frequenz und Schwingung. Nikola Tesla. Obwohl die modernen Wissenschaftler erst jetzt beginnen, dieses Zitat von Tesla zu verstehen, wussten die alten Zivilisationen auf der ganzen Welt seit Tausenden von Jahren von der Kraft der Töne, der Frequenzen und Schwingungen. Wir finden in der Essenz aller alten Religionen und spirituellen Lehren den Hinweis auf diese Macht der Worte und Töne. Und diese Kraft wurde von Christen und Muslime in Form von Gebeten genutzt, bei Hindus und Buddhisten mit Mantras und in schamanischen Traditionen in der Form von Gesängen. All dies zeigt uns, dass Worte und Schwingungen eine ungeheure Kraft haben, die von den Alten, denn auch für viele Zwecke genutzt und eingesetzt wurde. In diesem Artikel werden wir nicht nur die alten Praktiken untersuchen, zum Beispiel wie Tibeter den Klang zum Schweben und Transportieren schwerer Steine nutzten, sondern auch über die neueren wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Kraft der Schwingung sprechen und darüber, wie heutige Wissenschaftler Schwingungen und Frequenzen nutzen, um die DNA von Lebewesen zu verändern und umzuprogrammieren. Resonante Frequenzen. Lasst mich als erstes ein interessantes Phänomen vorstellen, das du wahrscheinlich schon einmal erlebt hast und kennst. Es ist ein Phänomen, das sehr schön zeigt, wie stark Schall und Vibrationen sein können. Ich erinnere mich, wie ich als kleines Kind, wenn ich meine Finger um ein Weinglas bewegte, seltsamerweise sehr hohe Töne erzeugen konnte und wie sehr mich das faszinierte. Es passierte aber auch, als ich dieses Geräusch immer wieder erzeugte, dass das Glas plötzlich zerbrach und das machte mich noch neugieriger. Was ich damals für Magie hielt, kann ich heute wissenschaftlich verstehen. Dieses ungewöhnliche Phänomen wird Resonanzfrequenz genannt. Jedes Molekül und Atom in diesem Universum schwingt mit einer bestimmten Frequenz. Als Resonanzfrequenz würde man die spezifische Frequenz dieses bestimmten Objekts oder Atoms bezeichnen. Sobald man die Resonanzfrequenz eines Objekts oder Atoms kennt, kann man seine Wellen verstärken und sie so groß machen, dass dieses Objekt schließlich zerbricht oder zerstört wird. Das geschieht, wenn wir das Weinglas mit der Frequenz anregen, die eine seiner Resonanzfrequenzen, Eigenfrequenzen, entspricht. Heilung durch geeignete Frequenzen. Unter Anwendung desselben Prinzips heilte 1938 ein Wissenschaftler namens Dr. Royal Raymond Rife 16 todkranke Krebspatienten. Es gibt ein Video zu der Geschichte und den Entdeckungen von Royal Rife, das man sich ansehen kann. Es können deutsche Untertitel eingestellt werden. Lange Rede, kurzer Sinn, Dr. Royal Rife entwickelte ein Heilgerät, das ausschließlich elektromagnetische Frequenzen verwendete, um Krankheiten zu bekämpfen und zu heilen. Diese Entdeckung hätte die medizinische Industrie völlig verändern sollen, aber aus unbekannten Gründen wurden diese Informationen von den Mainstream-Medien und von Big Pharma unterdrückt. Obwohl eine massive Kampagne der Unterdrückung durchgeführt wurde, bestätigen viele andere Wissenschaftler die Entdeckung Rifes, indem sie sein Frequenzheilgerät testeten. Das Ergebnis war die Eliminierung von 60% der Krebszellen bei dem Patienten nur durch die Kraft der Resonanzfrequenzen. Obwohl die FDA, Food and Drug Administration, amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittelkontrollbehörde, dafür sorgte, dass alles von dieser Heilungstechnologie bekannt war, zerstört wurde, beschloss kürzlich ein Musikprofessor und Komponist namens Anthony Holland, ein Labor zur Untersuchung der Auswirkung von Tonfrequenzen auf die Mikrobiologie einzurichten.
Dr. Holland gründete zu diesem Zweck eine gemeinnützige Organisation und begann seine Experimente mit harmlosen Mikroorganismen, wie einem Paramecium. Dabei stellte er fest, dass eine bestimmte Kombination zweier verwandter Frequenzen, genau wie beim Weinglas, die Zielzellen vollständig zertrümmern können. Nach diesem Experiment begann er, Frequenzen zu suchen, die Krebszellen zerstören könnten. Nach einem Jahr Forschung fand er, genau wie Royal Rife, die Frequenzen heraus, die Bauchspeicheldrüsenkrebs und Leukämiezellen bekämpfen können. In verschiedenen Experimenten zerstörte er erfolgreich 60% der Zellen, genau wie Royal Rife. Dies ist aber nichts Neues. Fälle, in denen Schall zur Heilung und zum Erzielen von übernatürlichen Ergebnissen eingesetzt wurde, sind aus fast allen Zivilisationen zu bekannt. Auch heute noch verwenden Schamanen verschiedene Instrumente und Rituale zu verschiedenen Heilungszwecken. Zu den am häufigsten verwendeten und wichtigsten Hilfsmitteln eines schamanischen Heilers gehört der Ikarus. Ein heiliges Lied, das der Arzt dem Patienten singt, um das natürliche Wohlbefinden und die Gesundheit des Patienten anzuregen. Dieses Lied wird auch bei spirituellen Praktiken zusammen mit Ayahuasca verwendet. Neben der Verwendung von Ikarus verwenden Schamanen auch noch andere Stimmen- und Musikinstrumente. Nachdem du nun das Konzept der Resonanzfrequenz verstehst, wird dir das dein Verständnis für die Kraft von Mantras, spezifischen Instrumenten und klangbasierten Ritualen erhellen, die von alten Kulturen durchgeführt wurden. Es handelt sich nicht um irgendwelche Voodoo-Tricks, sondern um echte Wissenschaft, die von den Alten benutzt wurde. Levitation durch Klang. Neben der Anwendung dieses Wissens zur Heilung gibt es auch Belege dafür, wie die Menschen der Antike Klang und Schwingungen und Frequenzen nutzten, um schwere Steine und Gegenstände zu bearbeiten und schweben zu lassen, um sie zum Bau megalithischer Strukturen zu verwenden. Es wird vermutet, dass die Ägypter ein Gerät besaßen, das auf bestimmte Frequenzen eingestellt werden konnte und sie damit in der Lage waren, massive Steine so zu schneiden, als ob sie Butter schneiden würden. Wenn du nicht glaubst, dass eine solche Technologie existierte, schau dir einfach die Felsformation Al-Nasla an, die sich an der Oase Taima in Saudi-Arabien befindet. Oder den Puma-Punku-Komplex mit Dutzenden von Steinen, alle mit laserähnlicher Präzision geschnitten wurden. 1939 wurde ein schwedischer Arzt namens Dr. Jarl in ein tibetisches Kloster gebracht, um einen hohen Lama zu behandeln. Er blieb lange Zeit im Kloster und wurde ein enger Freund der Tibeter. Eines Tages brachten ihn die tibetischen Mönche zu einer schräg emporlaufenden Wiese, die von einer hohen Felswand begrenzt war, in der die Mönche eine Mauer errichteten. Sobald sie einen großen Stein fanden, der bewegt werden musste, wurden 19 Musikinstrumente in einem Bogen aufgestellt, genau 63 Meter von dem Stein entfernt. Es gab 13 Trommeln in verschiedenen Größen und 6 Trompeten, von denen jede 3 Meter lang war. Der Mönch fing an, die Instrumente zu spielen, und sie sangen alle ein bestimmtes Mantra. Nach 4 Minuten begann der Stein, sich auf wundersame Weise zu bewegen, und plötzlich hob er in Richtung der Felswand ab. Nach 3 Minuten Aufstieg landete er auf der Spitze der Felswand. Dr. Jarl behauptete, dass die Mönche mit dieser Methode 5-6 Steine pro Stunde bewegen konnten. Er drehte 2 Filme, auf denen dieser Vorfall deutlich erkennbar festgehalten wurde. Aber beide wurden von seinen Arbeitgebern konfisziert, sobald er zurückkehrte. Ein detaillierter Bericht dazu kann auf transinformations.net nachgelesen werden. Im Jahr 2015 gelang es einem Team aus Spanien, mittels eines von ihnen gebauten Geräts kleine Objekte erfolgreich schweben zu lassen und nur mit Geräuschen zu manipulieren. Hier ist ein interessanter Ausschnitt zu einem Video eines akustischen Levitationsgerätes von Dr. David Deek. Auf transinformations.net findet ihr weitere interessante Videos dazu. Schallfrequenz und Schwingungen können unsere DNA umprogrammieren. Eine weitere, neuere Entdeckung von Wissenschaftlern war, wie Schallfrequenzen und Schwingungen die Macht haben, unsere DNA zu programmieren oder umzuprogrammieren. Im Jahr 2011 führte der russische Biophysiker Pyotr Gajajew mehrere Experimente durch, bei denen die DNA nur mit Ton- und Lichtfrequenzen modifiziert wurde.
Das Experiment war hervorragend. Er und sein Team transformierten erfolgreich Froschembryonen in Salamanderembryonen, indem sie die DNA-Informationsmuster allein durch Frequenzen übertrugen. In der heutigen Wissenschaft gibt es einen Begriff namens Junk-DNA, der im Wesentlichen besagt, dass 97% unserer DNA nutzlos ist und absolut keinen Zweck hat. Aber könnte die Natur so ineffizient sein? Ich glaube nicht. Diese sogenannte Junk-DNA könnte der Schlüssel zur Freisetzung unseres vollen Potenzials sein und nicht nur die Selbstheilung, sondern auch viele andere Fähigkeiten aktivieren, die als übernatürlich gelten. Inzwischen fragst du dich wahrscheinlich, wie du die Kraft von Schall und Frequenz nutzen könntest, um glücklicher zu werden und um deine Gesundheit und dein ganzes Dasein zu verbessern. Hier sind also einige Tipps, die du in deinem täglichen Leben anwenden kannst. Tipps zu mehr Glück und zur Verbesserung der Gesundheit. Tipp Nummer 1. Beginne mit Affirmationen mit 432 oder 528 Hertz Musik im Hintergrund. Wie oben erklärt wurde, sind Gedanken und Worte, die von dir ausgehen, insbesondere deren Schwingungen, kraftvolle Emanationen. Wenn ich von den Schwingungen spreche, die Worte haben, beziehe ich mich auf die Absicht, die dahinter steht. Es ist die Absicht, das, was deinen Affirmationen Kraft verleiht. Stelle dir zum Beispiel zwei Szenarien vor, wo du in beiden die Aussage »Ich bin wirklich dankbar für alles in meinem Leben« zum Ausdruck bringst. Stelle dir zum Beispiel zwei Szenarien vor, wo du in beiden die Aussage »Ich bin wirklich dankbar für alles in meinem Leben« zum Ausdruck bringst. In dem einen Fall glaubst du wirklich daran. Und im anderen Fall empfindest du es als nicht wirklich wahr. Dies wird auf jeden Fall schwingungsmäßig einen großen Unterschied machen. Auch wenn also Affirmationen äußerst wichtig sind, so ist doch das Gefühl und die Absicht dahinter, die die Schwingungskraft erzeugen werden, welche dafür die Veränderung von Körper, Geist und Seele verantwortlich ist. Die Verwendung von 432 oder 528 Herzmusik im Hintergrund wird den Effekt noch verstärken. Wissenschaftliche Studien haben nämlich gezeigt, dass diese Frequenzen Ängste reduzieren, Blutdruck und Herzfrequenz senken, die Synchronizität zwischen beiden Gehirnhälften fördern und Kreativität, Einsicht und Intuition steigern. Die Vorteile dieser alten und heiligen Frequenzen sind viel zu zahlreich, um sie hier alle aufzulisten. Deshalb solltest du sie unbedingt zusammen mit deinen Affirmationen verwenden. Tipp Nummer 2. Lasse dich dazu inspirieren, Yoga, Tai Chi oder irgendeine Art von Meditation zu praktizieren, die dich in einen hochschwingenden Zustand bringen kann. Jetzt, da du weißt, dass du Selbstheilung erreichen kannst und dass du durch Energetisierung die sogenannte Junk-DNA aktivieren kannst, brauchst du nur noch damit zu beginnen, diese Erkenntnis in eine Praxis umzusetzen und eine Gewohnheit zu schaffen, die dich auf höhere Schwingungen einstimmt und deinem physischen, deinen mentalen und Emotionalkörper ins Gleichgewicht bringt und sie stark hält. Die meisten von uns wissen um den Nutzen dieser alten Praktiken. Aber ein tieferes Verständnis der Kraft, die dahinter steht, kann uns dazu inspirieren, aktiv zu werden und unsere eigenen täglichen Routinen zu gestalten. Täglich spirituelle Praktiken sind etwas, das in jeder spirituellen Tradition von wesentlicher Bedeutung ist. Einmal fragte ein Schüler eines berühmten Yogi-Meisters: Meister, da du doch schon erwacht bist, warum praktizierst du denn immer noch 2,5 Stunden am Tag, jeden Tag? Darauf antwortete der Meister: Ich praktiziere weiter, damit ich als jemand, der erwacht ist, dies auch bleibe. Selbst wenn wir erweiterte Bewusstseinszustände erreichen, ist die Praxis der Schlüssel, um diese Zustände aufrechtzuerhalten und weiter voranzukommen. Hier ist eine Liste von 12 wissenschaftlich nachgewiesenen Vorteilen der Meditation. Nun stelle dir vor, wenn es schon so viele wissenschaftlich begründete Vorteile gibt, wie viele weitere Vorteile die Meditation bieten könnte, die von der Wissenschaft noch nicht entdeckt sind. Erstens Zunahme der grauen Hirnsubstanz. Zweitens Kontrolle von Angstzuständen. Drittens Förderung der emotionalen Gesundheit. Viertens Verbesserung des Selbstbewusstseins. Fünftens Verlängerung der Aufmerksamkeitsspanne.
Sechstens, Reduzierung des altersbedingten Gedächtnisverlustes. Siebtens, du wirst freundlicher. Achtens, Hilfe im Kampf gegen Süchte. Neuntens, Verbesserung des Schlafs. Zehntens, Hilfe bei der Schmerzkontrolle. Elftens, Senkung des Blutdrucks. Zwölftens, Stressreduzierung. Tipp Nummer 3. Singe unter der Dusche und wo immer du dich befindest. Etwas, was ich selbst erkannt habe, ist, dass durch Singen tiefe Heilung geschehen kann. Vor allem, wenn man sich nicht darum kümmert, was andere dazu denken werden. Singen kann ein sehr kraftvoller Weg sein, all die negativen Frequenzen und Emotionen, die man in sich trägt, herauszulassen. Krankheiten treten oft dann auf, wenn wir eine emotionale Blockade haben. Und manchmal können diese Blockaden durch Singen gelöst werden. Es spielt keine Rolle, ob du gut oder schlecht singst. Nutze deine Energie, lasse die Energie durch Singen aus dir herausströmen und du wirst die tiefe Heilkraft dieser Praxis spüren. Je nach dem Schwingungszustand, in dem ich mich befinde, singe ich unterschiedliche Lieder. Manchmal singe ich einfach Rhythmen, ohne ein Wort zu sagen. Aber hinter den Rhythmen spüre ich, wie sich die Frequenzen, die in mir sind, manifestieren. Und wenn ich sie loslasse, fühle ich mich viel leichter und ausgeglichen und komme ganz natürlich in einem hohen Schwingungszustand. Tipp Nummer 4. Teste Heiltechniken oder Behandlungen, die auf Magnetismus basieren. Wenn du Kopfschmerzen oder andere Schmerzen verspürst und seien sie noch so gering, versuche eine Heilung mittels Magnetismus. Praktiker entdeckten, dass es positive Auswirkungen auf die Gesundheit hat, wenn bestimmte Körperteile schwachen elektrischen oder magnetischen Feldern ausgesetzt werden. Eine kürzlich durchgeführte Studie zeigt, dass die Anwendung eines akuten, lokalisierten, statischen Magnetfeldes von mittlerer Stärke zur signifikanten Verringerung einer Schwellung führen kann, wenn es unmittelbar nach einer entzündlichen Verletzung geschieht. Das bedeutet, dass Magnete bei alltäglichen Verstauchungen, Beulen und Prellungen ähnlich wie Eisbeutel eingesetzt werden könnten, jedoch mit vorteilhafteren Ergebnissen. Magnete werden seit der griechischen Antike für ihre heilenden Eigenschaften angepriesen. Die Magnettherapie ist auch heute noch weit verbreitet, als alternative Methode zur Behandlung einer Reihe von Erkrankungen, von Arthritis bis hin zu Depressionen. Auch kannst du, wenn du es wünschst, Hilfe bei einem Reiki-Lehrer oder einer auf Energieheilung spezialisierten Person suchen. Der beste Weg, das Potenzial, die Schwingungsheilung zu verstehen, ist dies selbst zu erfahren. Tatsächlich gibt es in Argentinien einige Krankenhäuser, die Reiki-Heilung als eine ihrer therapeutischen Optionen anbieten. Deshalb ist dort die Entwicklung von Heilgeräten dieser Art weit verbreitet. Tipp Nummer 5. Verwende hochvibrierende Objekte in deiner Umgebung. Wie wir bereits besprochen haben, hat jedes Objekt, jeder Gegenstand seine eigene Schwingung, Eigenschwingungen. Und das Vorhandensein von Objekten, die mit hohen Schwingungsfrequenzen geladen sind, wie Kristalle und Mandalas, erzeugen so etwas wie eine hochschwingende Sphäre, die dir hilft, leichter mit höheren Schwingungen in Verbindung zu bleiben. Wahrscheinlich warst du auch schon an Orten, an denen du dich beim Betreten sehr ruhig und friedlich fühltest. Wenn du deinen eigenen Raum und dein eigenes Haus in einen Ort von dieser Art verwandelst, wirst du insgesamt eine Verbesserung in deinem Leben erfahren. Und auch deine Meditationen werden verstärkt und verbessert werden. Mehr erfahren über die Möglichkeiten, die eigene Schwingung zu erhöhen, kann man auch in Englisch in Videos von Holovibes auf transinformations.net finden. Weitere hilfreiche Hinweise findet man in der Beschreibung zum Video in diesem Beitrag. Außerdem findet man viele nutzbringende Anleitungen und Hinweise in verschiedenen weiteren Artikeln, die wir schon auf unserer Seite transinformations.net veröffentlicht haben. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.